Hallo und herzlich willkommen zu Let's Build Nummer 37. Heute werden wir zusammen die XP-Farm für die Cave Spiders bauen. Und ja, vielleicht habt ihr ja mein Let's Play oder Tim's Minecraft Adventures gesehen. Da habe ich das Ganze nämlich vorgestellt und gezeigt. Ja, das läuft eben so ab, dass wir hier zwei Spawner haben. Das Ganze klappt auch mit einem, aber mit zwei oder mehr ist es eben effektiver. Und ja, dann stehen wir hier in der Mitte. Die Spinnen kommen auf uns zu, werden unter uns weggetrieben, bis sie weit genug von den beiden Spawnern weg sind, sodass immer wieder neue Spinnen spawnen können. Dann, ja, können wir einfach irgendwas anderes machen oder AFK rumstehen, was auch immer wir wollen. Die Spinnen laden sich hier langsam auf, bis wir dann irgendwann 300, 400, 500 drin haben. Und ja, dann können wir die ganzen Spinnen crushen, sodass sie nur noch ein Leben haben. Und schließlich mit einem Klick oder mit einer Potion, die wir hier hinten haben, dann ja, umbringen oder töten oder was auch immer. Sodass wir eben die ganzen XPs auf einmal bekommen. So, ich habe mir hier einfach zwei Spawner gecheatet. Mit Singleplayer-Commands danach den Spawner-Typ mit MC-Edit geändert. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Und ja, jetzt fange ich eben an. Die Spinnen können ja, wenn wir jetzt mal F3 drücken, sehen wir bei F unter X, Y und Z steht der F, das ist die Richtung. Wenn wir in Richtung 3 gucken, das ist also da hinten, dann wäre hier die Kante von wo wir zählen müssen. Das ja, ist einfach so programmiert. Und ja, von dieser Kante aus spawnen die Spinnen in einem Umkreis von 4 Blöcken. Also nach hier 4, 1, 2, 3, 4. Nach hier 1, 2, 3, 4. Dann eben nach hier. Da zählt aber der Block schon mit, weil das eben genau diese Kante ist. Also 1, 2, 3, 4. Und das gleiche nach hier 1, 2, 3, 4. Das gleiche machen wir dann bei diesem Spawner. Und jetzt wissen wir schon mal, wo die ganzen Spinnen spawnen können. Allerdings werde ich das aus symmetrischen und ästhetischen Gründen so machen, dass wir in alle Richtungen gleich viel Platz haben. Also so. Und ja, jetzt bauen wir um diesen Bereich herum, sodass wir einen Raum haben. Den müssen wir dann später noch ganz zumachen, sodass eben ganz dunkel drin ist. So. Und ja, falls ihr nicht wisst, wo ihr diese Spawner finden könnt, dann sucht mal nach so einem Mineshaft. Das sind eben diese Minengänge oder so in den, ja, einfach unter der Erde, die findet man eigentlich ziemlich einfach oder ziemlich leicht. Und ja, wenn man Glück hat, dann findet man eben diese Spawner und manchmal oder öfters auch zwei nebeneinander. Noch besser wäre es eben mit drei oder vier, aber das habe ich jetzt so gut wie nie gesehen, außer einmal in einem Video. Aber gut. So, wir können das jetzt mal wieder wegmachen. Ist ja nur zur Unterstützung. Dann werden wir jetzt zwei Layer nach unten wegrahmen. Das mache ich aber einfach mit World Edit. So, das, also World Edit ist in dem Mod Singleplayer Commands drin. Und ja, also die Spinnen können jetzt eben in diese Richtung, in diese Richtung, in diese Richtung oder in diese Richtung spawnen. Und auch einen Block über dem Spawner und einen Block unter dem Spawner.
Das heißt, wir wollen eben die ganze Spawn-Fläche ausnutzen. Das heißt, wir können jetzt unter diesen Block unser Wasser setzen, weil sie eben nur in der Luft spawnen können. So, das Ganze fließt jetzt nach hier. Dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Das Ganze fließt nach hier. Jetzt graben wir hier nach unten. Dann kommt hier an die Seite wieder Wasser hin. Genauso wie auf dieser Seite. So, jetzt haben wir eben hier, jetzt hätten wir hier unseren Gang. Falls ihr jetzt einen Gang hättet, der zwei Blöcke breit ist, dann ja, ist es nicht schlimm. Dann müsst ihr einfach die Schilder, die ich jetzt anbringe, trotzdem auch entweder nach links oder nach rechts setzen. Also es kann ja sein, dass ihr jetzt das beispielsweise so habt, jetzt grob gesehen. Hier sind jetzt die beiden Spawner, da hinten und hier irgendwo. Und dann kommt das Wasser eben so. Da habt ihr hier eben keinen Gang, man sieht das schlecht, sondern das Wasser trifft sich einfach hier in der Mitte. Also ich mache jetzt die Schilder, die wir dafür brauchen, einfach so hin. Nee, gar nicht. Hier unten. Und ja, ihr macht einfach genau das Gleiche. Wenn ihr eben so einen Fall habt wie hier, dann entscheidet ihr euch für rechts oder links. Ist eigentlich ganz egal. So. Statt den Schildern könnt ihr auch Fence-Gates benutzen. Da spart ihr eben ein bisschen Holz. Aber ich finde, mit Schildern geht es einfach ein bisschen besser. So, dann haben wir eben hier diesen Gang, wo wir auch Wasser reintun. Jetzt seht ihr, hier hört das Wasser auf. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier runtergehen. Hier gibt es eine Treppe. Oder eine Halbplatte. Hier nehme ich mal einen aus Sandstein. Die setzen wir hier hin. Das heißt, die Monster werden ganz einfach hier hochgedrückt, wenn jetzt hier kein Block wäre. Ja, Mist. Zack, alle weg. So, dann mache ich das mal von dieser Seite. Also, ihr seht, ich werde hier einfach lang gedrückt. Ich drücke jetzt gar nichts. Ja, Mist. Sollte ich mal Fly Mode ausmachen. Ich drücke jetzt gar nichts, fließe nach unten und direkt wieder nach oben. Dann kommt hier ein Schild hin. Und hier kann es dann einfach weitergehen. Zack. So, jetzt buddeln wir hier ein bisschen. Schon. So, wir haben hier die beiden Spawner, dann zählen wir mal die Blöcke bis zur Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir noch von hier nach außen 1, 2, 3, 4, 5. Das sind also schon mal 12 Blöcke bis hier, also 13, 14, 15, 16, 17, 18, was auch immer. Das reicht auf jeden Fall. Ich glaube, die. Okay, ich glaube, man kann das gar nicht so zählen, man muss das so im Umkreis machen. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hier würde es, glaube ich, gerade schon reichen. Wir machen mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Also hier kommt jetzt. Okay, hier werden jetzt unsere Spinnen gelagert.
Es gibt nämlich einen bestimmten Radius, damit die Spinnen neu spawnen können. Also sozusagen, die Spinnen, die gespawnt werden, die müssen erstmal wegtransportiert werden, damit der Spawner erkennt, okay, jetzt kann ich neue Spinnen spawnen. So. Also die werden eben ganz einfach hingedrängt. Und ja, dann warten sie erstmal hier. Ich werde jetzt das Ganze hier zumachen. Hier ist die Decke. Ich mal so. Set 24. Müsste es hier ganz dunkel drin sein. Ja, hier kommt noch Licht rein. Das ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Wir können uns aber hier mal eine kleine Plattform bauen. Dann mache ich Monster an. So, jetzt müsste eigentlich. Ja, da spawnt schon was. Und ihr seht, die schwimmen alle in meine Richtung, also nach hier. Da unten werden sie dann auch nach unten gedrückt. Und da sie einen Block, in diesem Fall ist es ja ein Schild, über dem Kopf haben, schaffen sie es einfach nicht mehr rauszuspringen. Das wurde einfach so programmiert. Also sie denken eben, da wäre zum Beispiel ein Sandsteinblock und deswegen kommen sie eben nicht mehr nach oben. Achso, genau, hier haben wir jetzt ein Problem. Ich glaube, wenn wir so machen, ja, dann müsste das Ganze gelöst sein. Machen wir das hier am besten noch zu. So, genau. So ist perfekt. Genau. Gut. So, dann sammeln sich die Spinnen hier eben an. Und kommen dann langsam hoch. Ach, die verhalten sich genauso wie normale Spinnen. Bei Sonnenlicht greifen sie auch nicht mehr an. So, hier werden wir jetzt unseren Crusher hinbauen. Das heißt, ich brauche das hier. So. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, in dem ich das gezeigt habe. Wir werden jetzt. Ja, es geht eben. Okay, ich mache nochmal mal was an. Es geht eben darum, dass sich die Spinnen da unten ansammeln, unter dem Glasblock. Das werde ich auch jetzt gleich sehen. Genau, da seht ihr es schon. Und ja, alle Spinnen, die nachkommen, gehen auch direkt nach oben. Mist. Ah, schon wieder. Stecke ich fest. Was?
So, ich mache das hier jetzt erstmal aus Glas, dann können wir da unten gucken, was so passiert. Also sie brauchen hier ein bisschen, aber nach höchstens eine halbe Minute, würde ich sagen, klettern sie bis zum Glasblock oder bis unter den Glasblock. So, los. Also ihr habt sie eben schon gesehen. Jetzt sollte es aber, ja, da auch klappen. Und alle nachfolgenden Spinnen gehen auch direkt nach oben. Dann mache ich das hier, glaube ich, nochmal weg. Hier kommen nämlich jetzt zwei Pistons hin. Und zwar ist die erste Piston dafür da, um den Block, um den Glasblock, auf Knopfdruck zurückzuschieben und wieder hinzuschieben. Und die obere Piston ist dafür da, den Block, der hier ist, der normalerweise da ist, nachdem der Glasblock zurückgeschieben wurde, also wenn die Spinnen hier oben drin sind, ist er dafür zuständig, den Sandsteinblock hier hinzuschieben, wodurch die Spinnen gecrushed werden. Das heißt, die verlieren eben ziemlich viel Leben. Ich würde sagen, das Ganze für den, oder die Schaltung für den Glasblock machen wir jetzt noch. Aber die andere Schaltung machen wir dann beim nächsten Mal. Also hier oben kommt der Button hin. Dann würde man ja normalerweise einfach hier Redstone nehmen. Allerdings seht ihr, geht dadurch dieser Block dahin, was wir erstmal gar nicht wollen. Und das liegt daran, dass eben hier drunter direkt die Piston dafür ist. Das heißt, wir nehmen hier erstmal einen Repeater. Mit einem Block. Da kommt dann ein Torch ran. Zack, zack. Und da diese Piston auf der gleichen Höhe ist wie die Piston unter dieser Piston, also die Piston, die diesen Glasblock schieben soll, ist das jetzt genau richtig. Und wenn wir den Knopf drücken, kommen die Spinnen eben hoch. So, jetzt würden die eben gecrushed werden. Was wir jetzt aber noch machen, ist eine Druckplatte, wo man sich draufstellen kann, sodass die Spinnen direkt getötet werden. Das Ganze machen wir hierhin. Ich muss kurz gucken. Da hast du ja die Pisten dafür. So habe ich das, glaube ich, gemacht. Hier ist ja eine Wand. Muss kurz gucken. Ja. Klappt. Da hätten wir dann die Items, wenn der Drops-Befehl nicht aus wäre. Und dann können wir das Ganze nochmal versuchen. So. Da sind sie, die können wir uns einfach abholen, indem wir uns erstmal hier reinstellen. Das werden wir aber später noch ändern. Also die transportieren wir dann irgendwie nach oben. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie wir das machen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Im nächsten Part machen wir dann erstmal entweder die Lichtschaltung hierfür oder die Schaltung für diesen Block. Dann hoffe ich, es hat euch erstmal gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.